Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Boom Beach. Und als allererstes gehen wir direkt auf die Karte. Dr. Terror verschwindet in 12 Minuten oder so, oder in 11 oder in 10. 11. Da müssen wir schnell loslegen und da möchte ich ein paar Sachen erzählen. Zum einen, auch hier nochmal, sorry, dass im Moment ein bisschen weniger Videos kommen, es ist einfach zu heiß. Über 50 Grad hier im Aufnahmeraum. Das macht keinen Spaß dann aufzunehmen. Und ich denke, das wird man auch hören. Also eigentlich habe ich Bock, aber mit den Temperaturen ist es einfach unerträglich. Das ist das heißeste Wochenende seit den Wetteraufzeichnungen. Und das soll schon was heißen. Und trotzdem versuche ich jetzt so ein bisschen Dr. Terror hier zu machen. Ein bisschen was zu zeigen. Vielleicht noch den einen oder anderen Kampf. Und das muss dann erstmal reichen. Ich wurde gefragt, ob ich nochmal so eine Operation Schritt für Schritt durchgehe. Das werde ich natürlich tun. Keine Sorge, das kommt auch wieder. Hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Also so ein bisschen Kriegsreport, aber das kann ich halt nicht bei Boom Beach für jede Operation machen. Jede Operation, das heißt eventuell fast jeden Tag, das wird zu viel, das schaffe ich nicht, leider. Spaß dann hätte ich. Allerdings muss man auch sagen, das ist halt gegen NPC. Das heißt, wenn man immer die gleiche Operation macht, dann wird es doch irgendwann langweilig. Allerdings sollten wir ja auch versuchen, uns zu steigern und stärkere Operationen zu machen und diese dann zu besiegen. An dieser Stelle möchte ich auch mich nochmal bedanken bei meinem kompletten Einsatzkommando. Beim letzten Mal habe ich gar nicht angreifen müssen und sie haben die Operation komplett weggeräumt. Das liegt an jedem Einzelnen, an der gesamten Masse der Leute und vor allem liegt es daran, dass sich manche Leute, ich möchte jetzt keine Namen hier nennen, die Leute wissen schon, wen ich meine, sich besonders engagieren. Zum Beispiel wirklich helfen, wie man es machen kann. Oh, ein Prototyp-Modul. Vorgaben geben und ganz ehrlich, das ist eine sehr wichtige Sache bei diesen Operationen. Man muss sich absprechen und vor allem muss man jemanden haben, der es planen kann und Ahnung hat und sieht, wie man es hinkriegen kann. Und da muss ich sagen, da bin ich auch nicht so gut. Ich sehe dann auch nicht unbedingt, wie man es am besten angehen sollte. Andere Leute bei uns hingegen können das sehr gut. Dafür ein ganz großes Dankeschön. Ohne euch werden wir wahrscheinlich immer noch bei der ersten Operation oder so. Ich weiß nicht. Vorstellbar wär's. Oh, das ist auch so schlimm. Meine Hände kleben. Durch diese Hitze. Dadurch kann ich nicht richtig zoomen. Das ist ja grauenhaft. Ich traue mich gar nicht, die Schüsse abzusetzen, weil ich Angst habe, ich schieße daneben. Oh, geht einfach da oben hin. Geht da oben hin und nimmt dieses scheiß Headquarter auseinander. Boom-Mine, Boom-Kanone ist auch weg, dann könnt ihr näher gehen. Boom, geht so nah es geht. Und dann bitte direkt aufs Headquarter, wir haben ja keine Zeit zu verlieren hier. Dr. Terror verschwindet gleich wieder. Wer sich auskennt, weiß dann auch genau, zu welcher Uhrzeit ich das aufnehme. Dr. Terror verschwindet jeden Tag um 3 Uhr nachts. Die einzige Uhrzeit, wo im Moment überhaupt irgendwas geht. Leider dann mit geschlossenem Fenster, wodurch es dann quasi wieder fast genauso heiß ist wie tagsüber. Das ist ein Teufelswerk, dieses Wetter. Ich stehe ja auch auf Sonne und ich liege gerne in der Sonne. Ich gehe gerne schwimmen, aber wenn man arbeiten muss und keine Zeit hat für Schwimmbad und dann sind es über 35 Grad, geht gar nicht. Wenn man sich dann noch wie ich, vielleicht hört das der ein oder andere von euch, ich habe es auch schon mal in einem anderen Video erwähnt, sie so leicht erkältet, ist das doch schon mies. Ich höre auch meinen Rechner, boah, der ist sehr laut. Ich wusste gar nicht, dass der so laut sein kann. Das ist egal. Egal, alles egal. Dann machen wir noch dichter. Na, schäm dich.
Bitte einmal nach oben, Madamen und Herren, vor allem. Frauen sind ja eher weniger hier. Die Sukis, aber das war's auch schon. Könnt ihr bitte nicht nach da unten gehen? Drecksköpfe. Mein Gott, ey. Ist das so schwierig. Dumm, dumm, dumm. Toll. Jetzt kann ich nicht perfekt nahe gehen, weil diese eine Boom-Mine da noch liegt. Die normale Mine haben sie sogar ausgelöst. Auch geil. Habt ihr diesen Sanitäter hier gesehen? Diesen Madame... Ach, diesen Madame. Diesen Herren in der letzten Reihe. Läuft erstmal ganz nach vorne und geht dann wieder nach ganz hinten. Ja, ihr habt sie nicht mehr alle. Manche stehen direkt übereinander und die anderen denken sich, ach nee, ich will Platz, ich will Platz, ich bin wählerisch. Das ist so ein bisschen das Problem, finde ich, bei den Grenadiers. Die sind manchmal unberechenbar. So, noch ein Prototyp-Modul. Mein Gott, kommen hier viele. So, Stufe 3 haben wir geschafft. Schaffen wir noch eine? Ist die Zeit schon um? Nee, wir müssten noch eine schaffen. Theoretisch könnten wir sogar noch eine hinkriegen. Ah, okay. Das wird die letzte sein. Ja, gehen wir erstmal hier hinten rein. Wohin geht ihr? Ich hatte gehofft, ihr geht nach oben. Da liegt gut Energie, meine Freunde. Ja, die meisten gehen's auch, aber zwei oder drei wollen wieder eine Ausnahme sein. Du musst weg, du musst weg. Ihr müsst weg, meine Freunde. Boah, der Schockwerfer hält auf. Boah, frisst der Damage. Na, komm, komm, komm. Nein, natürlich nicht, aber dann so und so. Jetzt ist der Schockwerfer weg. Du müsstest auch noch vielleicht weg. Da unten der Schockwerfer, den lasse ich erstmal. Ich bräuchte noch mehr Energie, meine Freunde. Energie. Ach, sie teilen sich schon wieder auf. Na, prächtig. So wollen wir das doch sehen. Nicht. Shit, ich hätte diesen Bogenturm, Schützenturm da oben. Nicht gut, was ich da gerade gemacht habe. Ich werde jetzt ein paar Schützen verlieren. Fuck, ich habe alle Sanis verloren. Außer zwei. Oh oh. Oh oh oh. Und auch fast alle Grenadiers. Na, ich hätte diesen Schützenturm hätte ich eher wegmachen müssen. Und die gerade Raketenwerfer. Das wird nix. Jetzt verliere ich wahrscheinlich... Beim Zurückziehen werden sie nicht verloren. Oh je. Das war nicht gut. Das war nicht wie geplant. Das liegt, ohne jetzt Ausreden suchen zu wollen, das liegt echt ein bisschen an der Hitze. Ich kann mich nicht gut konzentrieren. Ich weiß nicht, geht's euch auch so? Wenn ihr irgendwie was machen müsst, arbeiten oder zur Schule oder so. Bei der Hitze fällt es einem doch schwieriger, sich zu konzentrieren. Was brauche ich denn um... Was wollte ich denn erhöhen? Radarantenne ist, ist Labor eigentlich. Aber da fehlt mir noch ein bisschen was. Nehmen wir was günstigeres. Hohoho, 114.000 Gold. Ja, ist schon richtig. Machen wir das gut mal. Das kann nicht schaden, das ein bisschen stärker zu haben. Würde sagen, das war's für heute. Nichts für ungut, dass es ein bisschen kürzer ist, aber bei der Hitze. Ich gehe jetzt erstmal duschen und wünsche euch noch den heißesten Tag, glaube ich, haben wir heute, wenn ihr das Video seht, entweder gehabt oder haben ihn noch. Ich weiß noch nicht, wann ich es schaffe, das zu rendern.
Beim Rendern wird der Rechner nämlich noch heißer. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Hoffe, ihr habt Spaß. Hoffe, ihr habt Verständnis, dass jetzt bis schätzungsweise Montag, Dienstag nicht ganz so viel kommt. Ich versuche ein bisschen was zu machen. Und bis dann. Ciao, ciao.